Herzlich willkommen alle and welcome to those online. Das ist jetzt ein bisschen eine komplizierte Veranstaltung. Wir haben einige Menschen hier anwesend in Mainz in Deutschland, and we have some participants online internationally throughout the world. Also werde ich versuchen, so viel von meinem Kommentar zumindest bilingual zu sagen, zu auszusprechen. I will try to make my comments bilingually. Wir sind hier eigentlich ein bisschen nach dem 151. Geburtstag von Rudolf Rocker, der ja am 25. März 1873 geboren wurde. Und wir haben schon eine Gruppe hier von Mainzern und mein Partner und ich, Thomas, wohnen in Frankfurt, schon seit längerer Zeit versucht, einen Verein, eine Institution zu Ehren Rockers zu gründen, und sind sehr froh, dass wir das jetzt mit einigen hier, die anwesend sind, erkenne ich jetzt einige Gesichter, das geschafft haben. So we've been trying to create an institute for Rudolf Rocker. Einfach würde ich sagen, stumm schalten. Moment. Test, test, test. Yeah, okay. There was an echo. So we've created this institute, Rudolf Rocker Institute, and today is our first event. Heute ist unsere erste Veranstaltung. Ein Rückblick auf Rudolf Rocker, kind of a panorama or a review of the life of Rudolf Rocker. Und and because we've already lost some time, weil wir schon Zeit verloren haben, werde ich jetzt sehr schnell, wie gesagt, den Verein vorstellen. We have an association that's connected to the institute. Wir haben Anmeldungsbeitrittsformulare für die, die interessiert sind, dem Verein beizutreten. Wir haben eine Anwesenheit, also ein unser Vereinsort ist hier in Mainz, sind auch seit kurzem erst eingetragen. Also wir sind ein sehr neuer Verein. The association is very new. We have just our first 10 members, and of course we welcome additional members as well. Deswegen würde ich jetzt mit, den, mit meinem Vortrag anfangen. I would start now with my speech. Wir haben heute vier Redner, Rednerinnen. Nach mir kommt dann die Antje. Antje Schupp. Sie wird über Feminismus und Anarchismus im 20. Jahrhundert sprechen. Antje will speak about feminism and anarchism in the 20th century. We will have a talk from Marcelo Vieta, Professor Marcelo Vieta from the University of Toronto. Ein Professor von der Universität Toronto, über die Verbindung zwischen Rudolf Rocker und Arbeiterselbstbestimmung am Arbeitsplatz, about worker self-management. And then we will have a short talk by Philipp Rocker, der Enkel Philipp Rocker von Rudolf Rocker wird auf Englisch sprechen. Er ist auch hier anwesend, ihm geht es zurzeit nicht gut. Philipp is not feeling good, he is, as far as I know, in the hospital. Also wir wünschen ihm alles Gute, wir wünschen the best, and he will close the event. Nach der Veranstaltung wird es dann eine Stadtrundführung geben in Mainz mit Emily. Wo ist Emily? Ist nicht da? War da? Sie war da? Ich habe sie gesehen. Vielleicht ist sie auf der Toilette. Ah ja. Emily will then join us for and lead us on a tour of Mainz and stepping in the footprints of Rudolf Rocker. Also dann fange ich jetzt mit meiner Rede an. Das wird so weitergehen auf Englisch und auf Deutsch. Ich hoffe, alle sind da also geduldig. Am 25. März 2023, wie gesagt, jährte sich Rudolf Rockers Geburtstag zum 150. Mal. Rocker, zu dessen Unterstützer sich der Physiker Albert Einstein, der Schriftsteller Thomas Mann und der Philosoph und Aktivist Bertrand Russell sehnten, war einer der Begründer der anarcho-syndikalistischen Bewegung und Autor eines ihrer wichtigsten und zentralsten Texte, Anarcho-Syndikalismus oder auf Englisch auch Anarcho-Syndicalism Theory and Practice. Und in diesem Werk definiert Rocker den Anarcho-Syndikalismus als eine Verschmelzung des freiheitlichen und anarchistischen Sozialismus mit der organisatorischen Gestaltung des revolutionären Syndikalismus, einer während Rockers Lebzeiten in Frankreich insbesondere besonders starken Bewegung, einem direkten Gegensatz zu dem politischen Sozialismus. Und viele bringen ihn auch in Verbindung mit Emma Goldman, Piotr Kropotkin, Enrico Malatesta und Gustav Landauer und auch wichtige anarchistische Denker.
und viele auch andere, also auch zeitgenössische Denker wie Noam Chomsky nennen ihn als einen Einfluss auf ihr Denken. So in 25th of March 2023 was the 150th anniversary of Rudolf Virchow's birth, and he had supporters among others of by Albert Einstein, the writer Thomas Mann, the philosopher and activist Bertrand Russell, and he was a founder of, one of the founders of the anarcho-syndicalist movement and the author of one of its most central texts, Anarcho-Syndicalism Theory and Practice. And he defines in his work anarcho-syndicalism as the fusion of libertarian or anarchistic socialism with the organizational design of a revolutionary syndicalism movement that was particularly strong at the time in France and which is opposed to political socialism. And many associate his name with Emma Goldman, Kropotkin, Pyotr Kropotkin, Enrico Malatesta, Gustav Landauer, and other prominent thinkers in this tradition, and even prominent thinkers today like Noam Chomsky named him as an influence. Dennoch fällt uns hier auf, und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, dass die Person Rudolf Virchow in seiner Heimat Mainz und generell auch in Deutschland nahezu in vielen Kreisen in Vergessenheit geraten ist. Wer er war und wer, was seine Bedeutung für die Gegenwart ist, ist auch Bestandteil dieser und auch künftiger Veranstaltung dieses Vereins. Und auch inwieweit seine Heimat Mainz ihn beeinflusst hat und auch seinen besonderen libertären Sozialismus ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, auch andere Tätigkeiten. Und darüber komme ich jetzt auch zu sprechen. So it is striking that the person of Rudolf Virchow has been almost forgotten in his hometown of Mainz and his particular, what the particular role of the region here was in influencing this libertarian notion of socialism. And these are activities and topics that we will continue to discuss and promote in this association and as an institute. So, ich fange jetzt mit einem kurzen, einer Kurzfassung seines Lebens an und sein Wirken. Also er wurde als Johann Rudolf Virchow geboren, 25. März 1873, wie ich sagte, der Sohn von Georg Philipp und Anna Margareta Virchow, geboren Naumann, und hier in Mainz. Und zu dieser Zeit fand sich natürlich der Sieg der Deutschen oder der, wie gesagt, der Preußen über die Franzosen im Deutsch-Französischen Krieg im Jahr 1871 noch, fand sich die Stadt noch im starken Wandel. Und das junge Deutsche Kaiserreich war natürlich aus dem Krieg hervorgegangen mit vor allem der Tatsache, der wie es viele in Mainz war, zu der Zeit wahrnahmen, die Anwesenheit preußischer Truppen. Viele auch das, nahmen das als eine Art Besatzung an. Oder Rudolf Virchow spricht selbst oder sein Biograf Peter Wienand über Reibereien zwischen Militärs, speziell preußischen Militärs und Zivilisten. Und Virchow selbst schrieb, dass es eine tiefe Abneigung gegen das Preußentum gab unter den Mainzern, vor allem in Schichten des rheinischen Volkes, und dass das einen deutlichen Ausdruck hatte, die ihren inneren Widerstand gegen die nationale Einheit Deutschland eben zu dieser Zeit noch und auch vor allem unter Führung Preußens noch sehr stark zu fühlen war. Der bewegliche und lebhafte Charakter, schreibt Virchow, der rheinischen Bevölkerung, stand jeder starren Regel und erzwungene Zucht der Seele zuwider und fühlte sich den temperamentvollen Franzosen mehr hingezogen als zu den Preußen. Virchow was born on 25th of March 1873 in Mainz, the son of Georg Philipp and Anna Margareta Virchow, which was born nee Naumann. And Mainz was basically undergoing a change through the end of the Franco-Prussian War in 1871. So the young German Empire had emerged from the war, and Mainz at the time was full of troops, Prussian troops, which many of the citizens of Mainz did not greet and welcome. And both Virchow's biographer Peter Wienand and Virchow himself comment about the conflicts, frequently recurring conflicts between the citizens and the Prussian troops. And even Virchow describes the character of the Mainzer and the citizens of the Rhine as being quite anarchistic, one could say. Die Revolutionserlebnisse von 1848, 1849 waren zu jener Zeit noch im kollektiven Gedächtnis, vor allem der älteren Generation,
und brachten auch Mainz den Titel der republikanischsten Stadt Deutschlands. Und die Arbeitervereine und ähnliche Institutionen galten als die radikalsten in Deutschland. Und bereits 1830 hatte die Gegend, auch Mainz und Frankfurt allgemein, starke sozialistische Tendenzen, die beeinflusst und inspiriert waren durch vor allem französische und schweizerische Propaganda und Migranten. The revolutionary experiences of 1848 were still quite in the collective memory of the older generation, and Mainz was called the most republican of German cities, and its workers' associations were among the most radical, and the area around Mainz and Frankfurt was quite inspired by socialist thought and propaganda from Switzerland and France. And Rockers Vater arbeitete zu dieser Zeit als Drucker bei dem Schott-Verlag, renommierten Schott-Verlag, wo auch Wagner-Partituren zum Beispiel veröffentlicht wurden. Allerdings starb er schon im Jahr 1877, als Rocker drei Jahre alt war, an Tuberkulose. Und Peter Wienert bemerkt, dass zu dieser Zeit in Mainz niemand hungerte, weil die meisten Menschen sich auf Gemeinschaft und Familie verlassen konnten. Und für Rocker war das in diesem Fall seine Großmutter und sein Onkel, die wichtige Förderer in diesen schwierigen Zeiten waren. Rockers father worked as a printer at the renowned Schott Publishing House, which published, for instance, the scores for Wagner's operas, among other things. Rockers father died in 1877 of tuberculosis, and Peter Wienert comments that nobody really was hungry or starved in Mainz at the time, as people could rely on their friends and community and family. And Rocker particularly could rely on his grandmother and his uncle as a support at the time. Sein Onkel Karl Rudolf Naumann war ein Buchbinder. Es war sein Onkel mütterlicherseits. Sein Peter Karl hatte die Verbindung zu dem Buchbindergewerbe hergestellt und hatte auch einen großen Einfluss auf Rockers lebenslange Faszination mit Lernen und Selbstbildung. Der Peter Karl war in der Familie als der Professor genannt. Er hatte vor allem eine universitäre Bildung, teilweise abgeschlossen, und bevor er dann gezwungen wurde, ein Handwerk zu erlernen. Und dieses Buchbinderhandwerk ließ ihn trotzdem noch die Zeit für autodidaktisches Lernen. Und vor allem war er in der Familie bekannt für seine Privatbibliothek, die, wie Peter Wiener beschreibt, für einen Arbeiter erstaunlich umfangreich war. Und es war der Peter Karl, der ihm die ersten Möglichkeiten für sein autodidaktisches Lernen ermöglichte. Und durch seine Bibliothek kam er auf den ersten Kontakt mit wissenschaftlichen Evolutionstheorien und auch wie zum Beispiel die Romane von Victor Hugo, zum Beispiel Les Miserables. Karl Rudolf Naumann, was Rudolf's uncle, worked as a bookbinder and actually introduced him to the bookbinding profession and had a great influence on Rudolf's lifelong fascination with learning. And it was Peter Karl, that was known in the family as a professor, had quite the extensive education, although he had to quit university to learn a trade. But nevertheless, the bookbinding trade allowed him some degree of autodidactic learning, and he had a quite astonishingly large library for a worker, and opened up his Rudolf Rocker's first opportunity for autodidactic learning, and it was through his library that he came in contact with scientific theories of evolution, and for instance the novels of Victor Hugo like Les Miserables. Politisch beeinflusst wurde der junge Rudolf neben den radikalen Werken von Ferdinand Lassalle auch durch die Reden und Schriften von August Bebel und Karl Liebknecht, damals die Vordenker und Mitgründer von der Sozialistischen Arbeiterpartei, SAP, Vorgänger der heutigen SPD, könnte man vielleicht sagen. Die beiden letzteren, Bebel und Liebknecht, konnte er sogar hier in Mainz auch erleben, persönlich, während Versammlungen in der damaligen neuen Stadthalle, wovon Rudolf spricht. Er schreibt in seinen Memoiren: Hier sah ich das erste Mal riesige Massen dicht zusammengedrängt, die mit atemloser Spannung den Worten der Redner lauschten. So in addition to radical works, the young Rudolf was politically influenced by Ferdinand Lassalle, August Bebel and Karl Liebknecht, among the founding members of the Socialist Workers' Party. And
he was able to hear the latter two speaking live in Mainz during meetings in what was then called the new town hall. And he said about these speeches that he saw for the first time here, large crowds gathered together, listening with breathless excitement to the words of the speakers. Ich kann auch viel über die Einflüsse durch die Weinstuben damals, wo auch viele der älteren Generation lauschte. Zum Beispiel beschreibt er einen bestimmten älteren Mann mit dem Namen der alte Volk, der auch noch die 48er Jahre mitbekommen hat. Aber dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Insbesondere aber wurde der junge Rocker durch ein Werk von Konstantin Franz geprägt, das sein Onkel in seiner Bibliothek hatte, das in 1879 erschien, in Mainz. Und das Buch hatte den Titel Der Föderalismus als das leitende Prinzip für die soziale, staatliche und internationale Organisation unter besondere Bezugnahme auf Deutschland. Und es fand große Anhängerschaft im Mainzer Bildungsbürgertum. Und Rocker zufolge hatte das Buch auf seine angehende politische und geistige Entwicklung eine sehr starke Wirkung. Rocker was particularly influenced by a work by Konstantin Franz, which his uncle had in his library, which was published in 1879 in Mainz, with the title Federalism as the Guiding Principle for Social, State, and International Organization, with special reference to Germany. And it found a large following among the educated middle classes of Mainz. And Rocker describes the book as having a very strong effect on his budding political and intellectual development. Doch bevor Rocker in das Buchbinderhandwerk einsteigen konnte, erlebte er noch eine weitere persönliche Tragödie. 1887, als er 11 Jahre alt war, starb seine Mutter und sein Stiefvater. Seine Mutter hatte ja in 1884 nochmal geheiratet, auch ein Buchbinder, ein sehr populärer Beruf zu der Zeit in der eigentlich unteren Mittelschicht oder unteren Schicht, kann man sagen, Arbeiterschicht, ließ Rocker wenige Jahre später in einem Waisenhaus unterbringen. Und die Erfahrungen, die er in diesem Waisenhaus machte, war ein katholisches Waisenhaus in Mainz, prägten ihn sehr, sehr stark und prägten seine spätere Persönlichkeit und Einstellung auch bezüglich antiautoritärer Haltung, Ablehnung jeglicher Art von Willkür. Und Rocker schrieb in seinen Memoiren, dass man sich oft gewundert hat, dass aus Waisenhäusern eine so große Anzahl späterer Übeltäter hervorgeht. Wer die Gelegenheit hatte, das Leben dort persönlich kennenzulernen, wird sich nur darüber wundern, dass ihre Zahl nicht größer ist. But before Rocker could start the bookbinding trade, he experienced another personal tragedy. In 1887, when he was 11 years old, his mother died. And his stepfather, his mother had remarried in 1884, had Rocker placed in an orphanage. The experiences that Rocker had gained in this Catholic-run orphanage in Mainz had a very strong influence on his later personality and attitude, and particularly his anti-authoritarian attitude and rejection of any kind of arbitrary power. Rocker maintained in his memoirs that people have often wondered why such a large number of criminals emerge from such orphanages. Anyone that has spent time there should not wonder that there are not more people. In dem Waisenhaus musste Rocker einen Beruf erlernen, nachdem er die Verwaltung ihm verweigert hatte, das Schifferhandwerk weiter zu erlernen, das er teilweise erlernt hatte und wodurch er auch verreisen konnte, den Rhein entlang auch bis Duisburg. Erlaubte man ihm, das Handwerk seines Petters, also das Buchbindergewerbe, zu erlernen. Und das natürlich eine Entscheidung, die ihn den Rest seines Lebens beeinflussen würde. So he had to learn a trade at the orphanage, and for a while he was a boatsman, and the orphanage denied him the privilege of continuing this trade, although during the time that he practiced it, he was able to travel along the Rhine all the way to Duisburg. And they relented and allowed him to learn his petter's trade of being a bookbinder, which would have an impact on the rest of his life. Zu der Zeit der Reichstagswahl von 1890 war Rocker ein begeisterter Mitglied oder meldete sich als begeisterter Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei an und beteiligte sich aktiv im Wahlkampf für Franz Jöst, der Kandidat für den Wahlkreis Mainz und Oppenheim.
Und mit Eifer ging er während des Wahlkampfs auch in die Mainzer Vororte und schreibt in seinen Memoiren: Wir entwickelten damals eine fieberhafte Tätigkeit, um die öffentliche Meinung in unserem Sinne zu beeinflussen. Besonders die jungen Leute waren wochenlang und unermüdlich tätig, um durch die Verbreitung von Flugschriften, Vorbereitung von Versammlungen und Propaganda in den umliegenden Dörfern die Wahl unseres Kandidaten zu sichern. Allerdings beschreibt er auch, dass das sozialistische Programm nicht überall gleichermaßen willkommen wurde. Und Rocker schreibt: Dabei kam es nicht selten vor, dass wir auf dem Lande von fanatischen Bauern täglich angegriffen und mit Heugabeln und Dreschflegeln aus den Dörfern verjagt wurden. Trotzdem gelang es Rocker und seinen Parteigenossen Jöst und der SAP den Einzug für den Mainzer Wahlbezirk zu sichern, den er bis 1896 behalten würde. Around the time of the Reichstag election of 1890, the young Rocker enthusiastically joined the Socialist Workers' Party and actively participated in the election campaign for Franz Jöst shared his experiences there of being basically chased out of the villages with pitchforks. But they were successful in the end, he and his comrades, in electing Jöst to the parliament. Zu jener Zeit ließ sich der junge Rocker von Johann Most und seiner Zeitschrift Freiheit beeinflussen. Most gilt als der Gründungsvater des deutschen Anarchismus, war eine oppositionelle Figur in der SAP. Und Rocker labte sich an der Vielfalt radikaler Gesinnungen in dieser Zeitschrift Freiheit und schloss sich auch einer oppositionellen Gruppierung namens Die Jungen an, die sehr stark in Berlin war und im Osten des Landes. Und wo er auch war zu der Zeit, wurde allerdings dann im nächsten Jahr 1891 aus der Partei ausgeschlossen. Könnte man auch jetzt über die Antisozialistengesetze und so weiter sprechen, aber dafür habe ich jetzt auch nicht die Zeit. At the time, the young Rocker was influenced by Johann Most and his magazine Freiheit, Freedom. Most was considered the founding father of German anarchism, was an oppositional figure within the SAP, the Socialist Workers Party, and Rocker basically feasted on the variety of sentiments that he could find in Most's newspaper and joined actually then an oppositional group. Which had its loudest supporters in Berlin, and the group was expelled in 1891. Rocker floh Ende 1892 aus Mainz nach einer missglückten Arbeitslosenversammlung in Mainz. Und er floh dann nach Paris, aber der Grund, weshalb er fliehen musste, war ein Mann namens Sepp Oerter. Und Sepp Oerter war ein zu dieser Zeit Kumpel, Genosse, das könnte man vielleicht sagen, der bei dieser erwähnten Versammlung auftrat. Anfangs, beschreibt Rocker, lief alles gut oder schien alles gut zu laufen, jedoch während Rocker und die anderen Redner an dem Abend selbst recht genau wussten, wie weit sie in Mainz ihre Karten ausreizen durften, ohne zu überreizen, war diese Schwelle einem der nächsten Redner nicht bekannt und das sollte sich verhängnisvoll auswirken. Als Oerter, der am selben Tag überraschend aus Belgien anreiste, anfing zu sprechen, hatte Rocker sofort das Gefühl, dass die Sache schiefgehen würde. Tatsächlich löste der anwesende Polizist die Versammlung auf und nahm Oerter an der Stelle fest. Und dieser würde dann 8 Jahre im Zuchthaus verbringen und auch ein Buch schreiben. Und später würde der auch der Ministerpräsident des Landes Braunschweigs werden. Auch ein bisschen schillernde Figur. Rocker wurde durch seine Funktion als Redner und Organisator der Veranstaltung auch ins Visier der Polizei genommen und wurde dann durch einen Freund gewarnt und verschwand am folgenden Tag von seiner Arbeit durch eine Hintertür, verließ Mainz und machte sich über Frankfurt nach Paris und würde seine Heimatstadt Mainz nie wieder erblicken. Rocker fled to Paris at the end of 1892 after a failed unemployed meeting in Mainz. Long story short, there was an individual whose talk was too raucous. In fact, there was a police officer present who broke up the meeting and arrested this individual on the spot. Rocker also, as an organizer of the event, was targeted and was warned by a friend that the police were looking for him the next day and disappeared from work through a back door.
left Mainz for Paris via Frankfurt and would never see his hometown of Mainz ever again. In Paris lernte er den politischen Anarchismus kennen, erinnerte sich auch später daran, wie glücklich diese Zeit für seine eigene Entwicklung war. Und in Frankreich gab es ein Wiederaufleben des libertären Sozialismus und insbesondere die Bewegung der Partie Ouvrière Socialiste Révolutionnaire, die Betonung auf Gewerkschaftsarbeit, Konzentrierung auf Syndikate, Ablehnung ideologischer Doktrinen jeder Art und föderalistisches Organisationskonzepte. Und all diese Vorstellungen fanden ein großes Echo und nach der Pariser Kommune entstehenden revolutionären Bewegung. In Paris, he became acquainted with political anarchism and later recalled how fortunate it was for his own development to experience a revival of libertarian socialism in France at that time, in particular the movement of the Parti Ouvrière Socialiste Révolutionnaire, the emphasis on trade union work, concentration on the syndicates, rejection of ideological doctrines and their originators, and a federalized organizational concept. And these ideas found a great echo in the revolutionary movement that emerged after the defeat of the Paris Commune. Laut Rockers Biograf Peter Wienand warteten die Anarchisten nicht mehr, dass das Proletariat zu ihnen kam, und sie selbst gingen zum Proletariat. In diesem Zusammenhang wurde auch die Confédération Générale du Travail, die CGT, gegründet, eine auf syndikalistischer Grundlagen gegründete Gewerkschaft aus der Verschmelzung eines praktisch orientierten Ansatzes zur Organisation von Arbeitern und Rockers eigenem Libertarismus, der von frankophilen Republikanismus des Rheinlands geprägt war, entstand Rockers eigene Umgebung zum späteren Anarcho-Syndikalismus. According to Rockers biographer Peter Wienand, the anarchists didn't wait for the proletariat to come to them, they went to the proletariat themselves. In this context, the Confédération Générale du Travail, CGT, was founded, a trade union founded on syndicalist principles, from the fusion of this practical approach to organizing workers and Rocker's own libertarianism, which was influenced by the Francophile republicanism of the Rhineland, emerged Rocker's own devotion to anarcho-syndicalism. Jedoch dauerte die Anarchismus-Renaissance in Frankreich nicht lange an, insbesondere nach den gehäuften Anschlägen im März 1892 und der späteren Hinrichtung von François-Claude Ravachol, spaltete sich die anarchistische Bewegung. Und als dann in 1894 auf ein Anschlag auf die französische Nationalversammlung gab und 1895 selbst auf den französischen Präsidenten, musste Rocker, der stets ein Kritiker, ein Ablehner dieser Art von Aktivitäten war, erneut flüchten. The anarchist renaissance did not last long, especially after a series of attacks in 1892 and the subsequent execution of François-Claude Ravachol. The anarchist movement split, and there were attacks made on the French National Assembly, and in 1894 even on the President of France. In 1895, Rocker, who was always a critic of this type of activity, actually had to flee again. Rocker verbrachte danach den größten Teil seines Lebens in London und lernte auch hier seine spätere Frau Millie Witkopf kennen, eine ukrainische Jüdin mit anarchistischer Prägung, zu der Rocker eine lebenslange Seelenverwandtschaft spürte, die sein Werk beeinflusste und ihm auch für den Rest ihres gemeinsamen Lebens zur Seite stehen sollten. Rocker spent most of his life actually in London, and it was here that he met his future wife, Millie Witkopf, a Ukrainian Jew with anarchist tendencies, with whom Rocker felt a lifelong affinity that influenced his work and who would stand by him for the rest of his life. Their lives together. Gleich nach seiner Ankunft in 1895 spazierte er durch die riesige Stadt und war bestürzt auch über das Ausmaß der Klassentrennung in England. Schließlich lernte er auch jüdische Anarchisten im berüchtigten East End kennen und wurde schnell zum beliebten Redner. Der Rocker-Biograf Peter Wienand bemerkt hierzu, dass die Tatsache, dass Rocker ein blonder Goy, also nicht Jude, bald Herausgeber des Arbeiterfriends wurde, eine anarchistische Zeitung in jiddischer Sprache, ohne überhaupt jiddisch zu sprechen, ein Zeichen für die hohe Wertschätzung sei, die er unter jüdischen Anarchisten genoss. Immediately after his arrival in 1895, he walked through the seemingly vast city
and was dismayed by the extent of class segregation in England. Eventually he met Jewish anarchists in the notorious East End and quickly became a popular speaker. And the fact that Rocker, a blonde goy, a non-Jew, soon became editor of the Arbeiterfront, an anarchist newspaper in Yiddish, without even speaking Yiddish, has been noted as a sign of the high esteem in which he was held by Jewish anarchists. Während seines Aufenthalts in London freundete sich Rocker mit mehreren Größen aus der anarchistischen Bewegung an, darunter Enrico Malatesta und Piotr Kropotkin. Kropotkin und Rocker arbeiteten auch zusammen an Streiks in London, die gegen diese Sweatshops organisiert waren, in denen der Vorgang selbst weitestgehend zerlegt wurde und von Spezialisten ausgeführt wurde, die nach Stückzahl entlohnt wurden. Und hier herrschte eben ein Mechanismus der Ausbeutung, bei dem jeder jeden antrieb, um möglichst viel für sich herauszuschlagen. During his stay in London, Rocker became friends with several prominent figures in the anarchist movement, including Enrico Malatesta, Piotr Kropotkin. Kropotkin and Rocker would also work together to organize strikes in London sweatshops, in which the work process itself was largely broken down and carried out by specialists who were paid in piecemeal. And there existed here a mechanism of exploitation in which everyone pushed each other to get as much possible for themselves. Da viele der Neuankömmlinge verzweifelt waren und sprachlich oder kulturelle Hürden eine stärkere Integration vor Ort verhinderten, war das klassische Gewerkschaftsmodell in diesen Betrieben überhaupt nicht möglich. Das gab Rocker und anderen Anarchisten die Gelegenheit, auf diese Weise die benachteiligten Menschen zu organisieren. Eine ganze Generation jüdischer Migranten kam daher mit Rocker und seinen Mitstreitern in Berührung. Dazu gehörte die Organisation wilder Streiks, das heißt inoffizielle oder illegale Streiks, die nicht durch ein anerkanntes Gremium der Arbeitervertretung, zum Beispiel Gewerkschaften, unterstützt werden. Genauso wird die Gründung von Selbsthilfevereinen und auch Volkshochschulen Rocker zugeschrieben. Seine Beiträge wurden als unschätzbar wertvoll beschrieben und Sam Dreen bezeichnete Rocker sogar als unseren Rabbiner. As many of the new arrivals were desperate and language or cultural barriers prevented greater integration on site, the classic union model was impossible in the sweatshops. This gave Rocker and other anarchists the opportunity to organize the migrants, and a whole generation of Jewish migrants therefore came in contact with Rocker and his colleagues, and this included organizing wildcat strikes. These are unofficial or illegal strikes that are not supported by a recognized body like trade unions, as well as the establishment of self-help associations and adult education centers. Rocker's contributions were described as invaluable, and Sam Dreen even referred to Rocker as our rabbi. In dem Jahr 1914 wurde Rocker in seiner Wohnung in London verhaftet und 4 Jahre lang als feindlicher Ausländer, enemy alien, inhaftiert, bevor man ihn nach Dänemark deportierte. Schließlich ließ er sich in Berlin nieder, da sein ursprünglicher Plan, zurück in seine süddeutsche Heimat zu kehren, durch die damalige Besetzung des linken Rheinufers durch die alliierten Truppen erschwert wurde. Zu seinen organisatorischen Aktivitäten zu der Zeit gehörten die Mitgründung einer breit angelegten Gewerkschaft nach dem Vorbild der International Workers of the World, IWW. Diese wurde in 1920 die Freie Arbeiterunion Deutschlands umbenannt und die folgenden Ziele verfolgte: Organisation der Betriebe und Werkstätten durch Betriebsräte, Organisation der allgemeinen Produktion durch die industriellen und landwirtschaftlichen Verbände, Organisation des Konsums durch Arbeiterbörsen. 1977 wurde dann die Freie Arbeiterunion in Deutschland neu gegründet und ist auch bis heute landesweit aktiv. In 1914, Rocker was arrested in his home in London and was imprisoned for 4 years as an enemy alien before being deported to Denmark. He eventually settled in Berlin as his original plan to return to his southern German homeland was hampered by the then occupation of the left bank of the Rhine by Allied troops. His organizational activities included helping to found a broad-based trade union modeled after the International Workers of the World, IWW. In 1920, this was renamed the Free Workers Union of Germany, which pursued the following goals: organization of factories and workshops by works councils, organization of general production by industrial and agricultural associations, organization of consumption through workers' exchanges. In 1977, the Free Workers Union was re-established in Germany and is now active nationwide.
Zu Rockers Forschung und Schriften jener Zeit gehörten zahlreiche Broschüren, einige, die hier auf dem Tisch liegen, die sich kritisch mit der Sozialdemokratischen Partei sowie mit der Theorie und Taktik der Arbeiterbewegung auseinandersetzten. Insbesondere widmete sich Rocker einem Manuskript, das ursprünglich den Titel Die Entscheidung des Abendlandes trug und später unter dem englischen Titel Nationalism and Culture veröffentlicht werden sollte. Das Manuskript war 1933 fast fertig, als der Reichstagsbrand und die Machtübernahme Hitlers in Berlin eine Veröffentlichung verhinderten. Rocker und seine Frau Millie verbrachten die nächsten 3 Jahre unter dem sprichwörtlichen Damoklesschwert, bevor sie einen Tag nach der Verhaftung ihres Freundes Erich Mühsam Deutschland verließen. Rocker nahm sein Manuskript mit, ließ aber seine wertvolle, etwa 5000 Bände umfassende Bibliothek zurück, als das Paar in einem der letzten Züge, die Deutschland ohne Durchsuchung verlassen konnten, die Schweizer Grenze überqueren. Rocker's research and writings at the time included numerous brochures that were critical of the Social Democratic Party and the theory and tactics of the workers' movement. In particular, Rocker devoted himself to a manuscript that was originally entitled The Decision of the West, and that was later published under the English title Nationalism and Culture. The manuscript was almost finished in 1933 when the Reichstag fire and Hitler's seizure of power in Berlin prevented publication. Rocker and his wife Millie spent the next 3 years under the proverbial sword of Damocles before leaving Germany one day after the arrest of their friend Erich Mühsam. Rocker took his manuscript with him but left his valuable approximately 5,000 volume large library and when the couple crossed the Swiss border in one of the very last trains that could leave Germany without being searched. Nationalism and Culture sollte Rockers Hauptwerk sein, zusammen mit dem Anarchosyndikalismus, ursprünglich 1938 auf Deutsch unter dem Titel verfasst, auf Englisch Anarcho-Syndicalism Theory and Practice, seine bedeutendsten philosophischen Abhandlungen werden. Die deutsche Veröffentlichung des Buchs verzögerte sich jedoch aufgrund des Aufstiegs der Nationalsozialisten im Jahr 1933 um mehr als ein Jahrzehnt. 1937 erschien in den USA eine englische Übersetzung, die auch etwas verflucht war, dadurch, dass der Verlag kurz nach der Veröffentlichung in Konkurs ging. Und das Buch erschien dann in Deutschland erst 1949. Allerdings war die deutsche Bevölkerung zu dieser Zeit mehr mit dem Wiederaufbau und der Devise keine Experimente beschäftigt, sodass Rockers Ideen leider keinen Rückhalt fanden. Dabei würde ich behaupten, waren die Ideen Rockers und ich glaube die Mitglieder des Vereins auch, war die Idee der Gegenüberstellung von Föderalismus und Zentralismus im Kampf zwischen Nationalismus und Kultur angesichts der Gewalt und Zerstörung des Krieges sehr, sehr relevant. Diesen Gegensatz erläuterte Rocker vor dem Hintergrund unzähliger historischer Beispiele aus Griechenland und Rom, dem mittelalterlichen Frankreich und der Renaissance. Und seine Hauptthese in dem Buch war, dass Kultur und Gemeinschaft überall dort blühten, wo das Nationalgefühl am wenigsten ausgeprägt war, und etwa im antiken Griechenland und während der Renaissance. Dies, da man mit dem Schwerte, so Rocker, wohl Staaten schaffen kann, aber keine Kultur. Denn sie steht über allen Staatsgebilden und Herrschaftseinrichtungen und ist in ihrem innersten Wesen nach anarchisch. Nationalism and Culture was to become Rocker's magnum opus together with Anarcho-Syndicalism Theory and Practice, originally written in German, 1938, under the title Anarcho-Syndicalism, his most important philosophical treatise. However, the German publication of the work was delayed for more than a decade due to the rise of the National Socialists in 1933. An English translation was published in the United States in 1937. However, the publisher went bankrupt shortly after the book's publication, and the book did not appear in the original German until 1949. Rocker's idea of contrasting federalism and centralism and the struggle between nationalism and culture in the face of the violence of and destruction of the war would have been particularly relevant there, but was largely ignored. Rocker explained the contrast against the background of countless historical examples from Greece and Rome, medieval France and the Renaissance. The main thesis of the book, you could say, is that culture and community flourished wherever the national feeling was the least developed, such as in ancient Greece and in the Renaissance.
Rocker war überzeugt, dass wohl das bedeutendste Ereignis der Weltgeschichte die Reformation war und allerdings die er von dem Protestantismus trennt. Für ihn bedeutete die Reformation eine Bewegung, die nicht nur von der Idee der Freiheit des Gewissens, sondern auch von jener der Vereinigung und der Arbeit inspiriert war. Oder laut Rocker selbst richteten die revolutionären Bestrebungen der Massen sich nicht nur gegen den römischen Papismus, sondern in viel höherem Maße gegen die gesellschaftliche Ungleichheit und die Vorrechte der Reichen und Mächtigen. Daher schließt sich die Reformation für Rocker Perioden wie die Aufklärung und die Französische Revolution mit ein und wird so lange unvollständig bleiben, bis die individuelle Freiheit und Selbstbestimmung über die Fremdbestimmung siegt. Rocker was convinced that the most significant event in world history was the Reformation, which he separated from Protestantism itself. For him, the Reformation meant a movement inspired not only by the idea of freedom of conscience, but also and religious expression, but also that of association and work. According also to Rocker, the revolutionary aspirations of the masses were directed not only against the Roman popes, but to a much greater extent against social inequality and the privileges of the rich and powerful. Therefore, for Rocker, the Reformation includes periods such as the Enlightenment and the French Revolution and will remain incomplete until individual freedom and self-determination triumph over external determination. Ich versuche etwas schneller zu gehen. Ja? Okay. Es ist ein bisschen schwer, wenn man immer zwei Sprachen spricht. Nachdem er Deutschland 1936 verlassen hatte, verbrachte Rocker eine kurze Zeit in London wieder, wo sein Sohn Fermin zurückbleiben sollte. Er selbst wurde aber von Emma Goldman, in die Vereinigten Staaten umzusiedeln. Dort zog er mit Millie in die Mohegan Colony, eine experimentelle anarchistische Gemeinde, etwa 40 Meilen entfernt von New York City. Dies sollte fast für den Rest seines Lebens, wie wir erfahren werden später, seine Heimat bleiben. Sein Aufenthalt in den USA verlief nicht ohne Turbulenzen. Ein erklärter deutscher Anarchist, der das Land durchquerte, Reden hielt und verschiedene kritische Traktate veröffentlichte, fiel besonders in einer Zeit der steigenden politischen Spannungen während einem sich ausbreitenden Kalten Krieg auf. Nur dank der Fürsprache verschiedener Journalisten, Akademiker, prominenter Persönlichkeiten, zum Beispiel Albert Einstein, der mehrere Briefe mit Rocker austauschte und einen öffentlichen Unterstützungsbrief für ihn verfasste, konnte Rocker sich dauerhaft in den USA niederlassen. After leaving Germany in 1936, Rocker spent a short time in London, where his son Fermin was to remain. He himself was, however, persuaded by Emma Goldman to move to the United States. There he moved with Millie to Mohegan Colony, an experimental anarchist community about 40 miles from New York City. This was to remain his home for most of the rest of his life. His stay in the US was not without turbulence. An avowed German anarchist who crisscrossed the country giving speeches and publishing various critical tracts attracted attention, especially at a time of rising political tensions during an expanding Cold War and the Red Scare. Only thanks to the intercession of various journalists, academics, and prominent figures like Albert Einstein, who exchanged several letters with Rocker and wrote a public letter of support for him, was he able to settle permanently in the US. In dieser Zeit entstanden einige der bedeutendsten Schriften Rockers, darunter sein Werk Pioneers of Freedom, das die Bedeutung des liberalen und anarchistischen Gedankengutes bei der Gründung der Vereinigten Staaten beschreibt und Persönlichkeiten wie Henry David Thoreau, William Boyd Garrison und Josiah Warren vorstellen. Some of Rocker's most important writings were written during this period, including his work Pioneers of Freedom, which describes the importance of liberal and anarchist thought in the founding of the United States and introduces figures like Henry David Thoreau, William Lloyd Garrison and Josiah Warren. Darüber hinaus sind Rockers Schriften über den spanischen Bürgerkrieg aus dieser Zeit von 36 bis 39 von großer Bedeutung, in denen die Spanische Republik und die Confederación Nacional de Trabajo gegen die faschistischen Kräfte unterstützte. Beweise für sein unermüdliches Eintreten für Gerechtigkeit und vor allem auch machten ihn diese Tätigkeiten bis in die Gegenwart, insbesondere für spanische und spanisch radikal beliebt.
ein Beweis dafür, eine von Rockers Memoiren, er hat mehrere geschrieben, über Jiddisch, ist bis heute nur auf Spanisch erhältlich. In addition, Rocker's writings on the Spanish Civil War from 36 to 39, in which he supported the Spanish Republic and the Confederación Nacional de Trabajo against the fascist forces, are evidence of his tireless commitment to justice. These and other activities made him popular, or make him until the present day, especially among Spanish and Spanish-speaking radicals. In fact, one of Rocker's memoirs is only available in Yiddish and also Spanish. Anlässlich seines 80. Geburtstags wurde die lebendige Legende im Jahr 1953 gratuliert durch Persönlichkeiten wie Einstein, Thomas Mann, Bertrand Russell, die ihn zu seinem lebenslangen Einsatz für die Arbeiterbewegung gratulierten. On the occasion of the living legend's 80th birthday in 1953, renowned personalities such as Albert Einstein, Thomas Mann and Bertrand Russell congratulated Rocker on his lifelong commitment to the labor movement. Millie Witkop starb in Mohegan County, New York am 23. November 1955. Rocker überlebte seine Lebenspartnerin um 3 Jahre und starb auch in Mohegan County am 19. September 1958. Ihr Sohn Fermi lebte weiter in London, wo er als Maler tätig war, und starb dort am 18. Oktober 2004. Es gibt noch 3 direkte Nachfahren Rockers, sein Enkel Philipp Rocker und dessen 2 Kinder, die allesamt in London leben, und Philipp ist uns anscheinend zugeschaltet heute aus dem Krankenhaus. Millie Witkop died in Mohegan County, New York on the 23rd of November 1955. Rocker outlived his life partner by 3 years and died in also in Mohegan County on the 19th of September 1958. Their son Fermi continued to live in London, where he worked as a painter, and died there on October 18th, 2004. There are 3 direct descendants of Rocker: his grandson Philip and his 2 children, who all live in London, and Philip is with us here apparently from the hospital. Sein Vermächtnis, ich werde jetzt nicht kurz fassen, Marcelo Vieta wird auch über aktuelle Verbindungen zwischen Rocker und Arbeiter Selbstverwaltung sprechen, aber nach dem Vorbild des brasilianischen Pädagogen und Philosophen Paulo Freire steht für mich zumindest der Name Rudolf Rocker auch als persönliches Beispiel für die Idee und Bemühung, Bildung als Weg zur Selbstbefreiung der Arbeiterschaft zu nutzen. Trotz seiner vielen persönlichen und politischen Schwierigkeiten hatte Rocker eine Geisteshaltung, die von Menschen in aller Welt geschätzt wurde und noch heute als Exponat eines kompromisslosen Individualismus und als Chronist einer Geschichte freiheitlicher Bestrebungen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert von Bedeutung sein sollte. Er hinterließ unzählige kleinere und größere Werke, er schrieb auch mehrere Memoiren, die ins Spanische, Englische und andere Sprachen übersetzt wurden. Albert Einstein bezeichnete Rockers Hauptwerke als sehr bedeutend, und zu seinen Anhängern gehörten, zählten sich Literaten, Philosophen, Universitätskanzler und andere. Sein Buch Anarchosyndikalismus ist eine grundlegende Zusammenfassung dieses besonderen Zweiges des libertären Sozialismus und steht neben Klassikern wie Kropotkins gegenseitige Hilfe. I will not speak about his legacy much. Marcelo will speak about current links between worker and worker self-management, but following the example of the Brazilian educator, or paralleling the example of the Brazilian educator and philosopher Paulo Freire, the name Rudolf Rocker stands especially for me as a personal example of the idea and effort to use education as a path to the self-liberation of the working classes. Despite his many personal and political difficulties, Rocker had a spirit that was appreciated by people all over the world and should still be important today as an exhibit of uncompromising individualism and as a chronicler of the history of liberal aspirations from antiquity to the 20th century. He left behind countless smaller and larger works. He also wrote several memoirs that have been translated into Spanish, English, and other languages. Albert Einstein called Rocker's major work very significant, and his followers included writers, philosophers, and university chancellors. His book, Anarcho-Syndicalism Theory and Practice, is a fundamental summary of this particular branch of libertarian socialism and stands alongside classics such as Kropotkin's Mutual Aid. Vielen Dank, thank you. Ich glaube, als nächstes haben wir Antje Schupp. Ist Antje hier? Ach so. Und Antje wird vermutlich jetzt nicht so, wird jetzt auf 3 Sprachen sprechen, glaube ich. Ja. Nein, du sprichst über... Soll ich auch auf Englisch oder auf abwechselnd?
Wir hatten nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Okay. Gibt es welche, die nur Englisch oder Deutsch verstehen? Online gibt es vielleicht welche, die nur Englisch sprechen, aber das ist dir überlassen. Das ist dir überlassen. Du kannst auch gerne auf Deutsch nehmen, das ist kein Problem. Okay. Hallo. Ich spreche über Rudolf Rocker nicht, weil ich gar nicht so viel über ihn weiß, aber ich habe seine Memoiren nochmal reingelesen. Es sind ja sehr viele. In Vorbereitung für heute, ich spreche über Feminismus und Anarchismus und warum beide zusammengehören sollten. Und fand einen schönen Satz bei Rudolf Rocker. Ich führe diese rein private Angelegenheit, schreibt er, nur deshalb an, weil sie Veranlassung zu einer großen Staatsaktion bildete. Und das schreibt er in seinen Memoiren. Und die rein private Angelegenheit, also das Private ist politisch war ihm wohl noch nicht bekannt als Slogan, von der dann die Rede ist, ist die versuchte Ausreise in die USA, die er und Millie Wittkopp im Jahr 1898 schon mal unternommen hatten und aus der dann aber nichts wurde. Denn die beiden hatten, damit sie auf dem Schiff zusammen gemeinsam in eine Kabine konnten, behauptet, angegeben, sie wären verheiratet. Als sie dann aber in den USA ankommen, hatten sie aber keine Heiratsdokumente dabei, weil sie ja nicht verheiratet waren und haben sich dann aber auch geweigert, nachträglich zu heiraten, sodass sie dann nicht einreisen durften und wieder zurück nach Europa geschippert sind. Schade eigentlich, denn wären sie eingereist, wären sie in eine sehr interessante Zeit hineingeraten, nämlich in ein Amerika, in dem Klassenkampf und Feminismus sehr viel enger miteinander verknüpft waren als in Europa und vor allem in Deutschland. Die Deutschen hatten in Amerika einen zwiespältigen Ruf. Einerseits sagte man über die Deutschen, sie sind gut organisiert und haben viele Vereine. Andererseits tranken sie aber auch schon früher morgen Bier, lernten partout kein Englisch und unterdrückten ihre Frauen. Bombenleger waren sie außerdem. Von den 8 Männern, die 1886 bei den Chicago Riots zum Tode verurteilt wurden, von denen waren 6 Deutsche. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste das bis vor kurzem nicht und finde es ganz erstaunlich. Wäre Rudolf Rocker damals schon in die USA gekommen, hätte er wahrscheinlich 1906 auch an der Beerdigung von Johann Moss teilgenommen, den er ja verehrte, wie wir eben gehört haben, die ein großes Get-Together war, 1906, und auch ein sehr farbenfrohes Get-Together. In der New York Times stand am nächsten Tag rote Fahnen, rote Federn in den roten Hüten vieler Frauen, rote Krawatten und rote Abzeichen für die Männer und die blauen Mäntel vieler hunderter Polizisten. Die Times, schreibt die Times, wurde auf Hebräisch, Jiddisch, Deutsch, Italienisch und Englisch beschimpft bei diesem Funeral. Und Rudolf Rocker wäre dabei gewesen, hätte vieles davon verstanden, der Reporter der New York Times aber nicht. Der verstand nur das, was die beiden Frauen, die bei der Beerdigung gesprochen haben, gesagt haben, weil das waren die einzigen, die auf Englisch sprachen. Und es waren Lucy Parsons und Emma Goldman. Lucy Parsons, radikale Gewerkschafterin aus Chicago und Witwe des einzigen Amerikaners unter den Haymarket-Märtyrern. Und Emma Goldman, letztere in einem schwarzen Kleid mit unbedecktem Kopf und offenbar skandalöserweise auch mit unbedecktem Nacken, wie die New York Times beobachtet. Und es ist schon viel gesagt worden darüber, warum sich der Anarchismus für den Feminismus interessieren sollte, was er leider zu wenig getan hat. Zum Beispiel hatte ich mir gehofft, in den Memoiren von Rudolf Rocker mehr über Millie Wittkopp zu erfahren, die ja etwas mehr war als die Frau an seiner Seite. Aber mehr als dass sie die Frau an seiner Seite ist, steht da leider nicht drin, was aber vielleicht gar nicht an Rudolf Rocker liegt, sondern nur auch an der Auswahl. Ich habe gelesen, dass nur ein Fünftel seiner Memoiren, die er geschrieben hat, in der deutschen Ausgabe überhaupt drin sind. Können wir zu seinen Gunsten mal annehmen, dass alles feministisch in den übrigen 4/5 drinsteht und es nur die Auswahl aus den 70er Jahren ist, wo man ja auf dieses Thema noch nicht so viel Wert gelegt hat. Aber eben, ich will ja nicht darüber sprechen, dass der Anarchismus zu wenig feministisch ist, sondern ich will darüber reden, warum und dass der Feminismus anarchistisch werden muss oder eben wieder anarchistisch werden muss. Rudolf Rocker lebte ja einen großen Teil seines Lebens vor der Zeit, in der das alte Patriarchat zu Ende gegangen ist. Und das war ungefähr 1920.
Also 1920 ungefähr war ja die Zeit, als die Frauen das Wahlrecht bekamen, als sozialdemokratische Arbeiterparteien an die Regierung kamen und als in Russland der Bolschewismus an die Macht kam und anschließend dann die Linke weltweit in Autoritarismus und Zentralismus abgedriftet ist. Vor diesem epochalen Wandel ungefähr um 1920 war der Feminismus noch ziemlich anarchistisch. Vor allem in den USA. Neben Emma Goldman und Lucy Parson gab es noch viele andere bedeutende Anarchistinnen dort. Und nein, nicht nur Voltairine de Cleyre, die Ihnen jetzt wahrscheinlich eingefallen ist als Spezialisten, aber auch Margaret Anderson, Kate Austen, Helena Bourne, Marie Ganz, Lillian Harman, Angela Haywood, Lissy Holmes, Florence Finch Kelly, Molly Steinmar, Lois Weißbrucker und so weiter. Aber das Vergessen war eben gegenseitig. Nicht nur haben die Anarchisten die Frauen vergessen, die Frauen haben auch den Anarchismus vergessen, weil sie sich so darüber gefreut haben, dass sie jetzt das Wahlrecht hatten, um es jetzt mal ein bisschen verkürzt zu sagen. Der Feminismus oder die Frauenbewegung hat sich nach 1920 sehr stark mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt, also rechtlicher Gleichstellung. Sie waren begeistert davon, viele, ein Teil, natürlich nicht alle, mit ihrem Wahlrecht in diese neue Ära hinein zu starten und aus der eben das hervorgegangen ist, was wir heute parlamentarische Demokratie oder soziale Marktwirtschaft nennen und was eigentlich seit diesen ungefähr 100 Jahren den Mainstream auch der politischen und feministischen Linken prägt und hinter dem man steht. Und ich nehme an, dass ich vielleicht in diesem Kontext nicht ausführlich auf die negativen Aspekte von parlamentarischer Demokratie und sozialer Marktwirtschaft eingehen muss. Ich glaube, dass Sie die problematischen Aspekte davon kennen. Aber heute in Zeiten, wo ja der demokratische Parlamentarismus von immer mehr Seiten angegriffen wird, von Autokratien von außen, ebenso wie von faschistischen Bewegungen von innen, kommt mir in dem Zusammenhang immer öfter das Karlauer Gedicht von Eugen Roth in den Sinn. Oft führt man gern aus seiner Haut, doch wenn man forschend um sich schaut, erblickt man ringsum lauter Häute, in die zu fahren auch nicht freute. Also was machen wir denn, wenn wir den parlamentarischen Demokratie und soziale Marktwirtschaft nicht mehr haben? Vielleicht ist auch ein bisschen Eskapismus dabei angesichts dieser desolaten Weltlage, in der wir uns befinden, wenn ich mich da jetzt in die Vergangenheit flüchte und nach politischen Ideen in der Vergangenheit suche, also in der Zeit, bevor das alles angefangen hat, bevor wir gleichgestellt waren, bevor wir dieses neue Jahrhundert gestartet haben. Also die Fragestellung, welche Feminismen gab es denn, bevor Emanzipation, Gleichstellung, Parlamentarismus auf die Bühne kamen, welche Ideen von Freiheit, von Liebe, von gutem Leben, bei denen die Bedürfnisse aller im Mittelpunkt stehen. Und da stoße ich halt immer wieder auf anarchistische Feministinnen, die die interessantesten Sachen zu diesem Thema gesagt haben. Anarchistische Feministinnen haben schon lange, bevor Intersektionalität a thing wurde, die bürgerlich eingeschränkte Perspektive eines weißen Feminismus, über den ja in den Tagen viel die Rede ist, kritisiert. Sie haben den Frauenrechtlerinnen widersprochen, die eben lediglich die Gleichstellung der Geschlechter eingefordert haben, aber ansonsten an den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht viel ändern wollten. Sie haben damals bereits, also vor 1920, vor dem gewarnt, was sich inzwischen leider als wahr herausgestellt hat, dass nämlich die Frauenbewegung oder zumindest große Teile von ihr, nicht die ganze Frauenbewegung, sich an die gegebenen bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse assimiliert oder an sie assimiliert wurde. Es gibt eben Formen des Feminismus, der andere Unrechtsstrukturen nicht mal hinterfragt oder nicht nur nicht hinterfragt, sondern sie sogar stabilisiert und auch ermöglicht. Und interessanterweise hat das auch schon damals angefangen, als zum Beispiel die Diskussionen, also als die weiße bürgerliche Frauenwahlrechtsbewegung im Lauf der Jahrzehnte immer rassistischer und immer klassistischer wurde. Weil es ist eben nicht so, das ist manchmal so eine These unter den Linken und auch unter den Feministinnen, mit denen wir uns manchmal rausmogeln, es ist nicht so, dass
Befreiung der Arbeiterinnenschaft und Befreiung der Frauen automatisch Hand in Hand geht. Das sind nicht natürlicherweise verbündete soziale Bewegungen. Sie können Hand in Hand gehen, sie können aber auch sich gegenseitig das Wasser abgraben. Ne? Sie können gemeinsam kämpfen und sie können auch gegeneinander kämpfen, und zwar sowohl die Frauen gegen die Arbeiterinnenbewegung als auch die Arbeiter gegen die Frauen. Und deswegen müssen wir diese Solidarität, wenn wir sie wollen, und diese Gemeinsamkeiten, die müssen wir aktiv herstellen, die gibt es nicht automatisch. Wenn wir nicht aufpassen, sind sie weg. Und gerade deshalb ist eben Anarchismus sowohl als Theorie als auch als Praxis wichtig, gerade für den Feminismus heute. Wir Feministinnen haben vom Anarchismus etwas zu lernen, nämlich, dass es eine Freiheit gibt, die nicht von Staatswegen garantiert wird, sondern aus einer Praxis von unten heraus erwächst. Und wir haben zu lernen, dass freiheitliche politische Bewegungen etwas beizutragen haben in einer Welt, in der eben der Parlamentarismus nicht demokratisch ist und, wie wir jetzt zurzeit beobachten, auch immer weniger demokratisch wird, denn ja nicht der Parlamentarismus ist in Frage gestellt, sondern die demokratische Variante davon, und in der die Marktwirtschaft nicht sozial ist. Ich meine, wir haben sie nie für besonders sozial gehalten, aber sie kann dann noch viel unsozialer werden, als wir es gewohnt sind. Und dafür ist es eben wichtig, dass der Anarchismus beforscht wird und publiziert wird und dass Institute wie dieses hier gegründet werden, damit das Thema in die öffentliche Debatte kommt und fruchtbar gemacht werden kann für die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Ich habe in einem anarchistischen Online-Wiki über Millie Wittkopf, die Frau an Rockers Seite, über die ich dann nach den Memoiren eben noch mehr gesucht habe, Folgendes gelesen. Die besondere Bedeutung, die Millie Wittkopf zukam, war es, das Kernziel der Anarchie, die Befreiung der Frau und des Mannes, um die frauenspezifische Perspektive, also um zusätzliche Unterdrückungsverhältnisse, wie die gesellschaftliche Arbeitsteilung von Mann und Frau, erweitert zu haben. Ich würde das gerne umdrehen und sagen, die besondere Bedeutung, die Rudolf Rocker zukam, war es das Kernziel des Feminismus, nämlich die Befreiung der Menschen aller Geschlechtszugehörigkeiten, um einige wertvolle anarchistische Ideen und Anstöße erweitert zu haben. Denn so ist es, auch wenn es ihm selbst und jenen, die über ihn geforscht haben, vielleicht nicht immer bewusst war. Und deshalb sage ich hier einfach mal ein herzliches Dankeschön an Rudolf Rocker und an das Rudolf Rocker Institut e.V. in Mainz. Vielen Dank. Als nächstes haben wir aus Toronto zugeschaltet Professor Marcelo Vieta von der University of Toronto, der über die Bedeutung, auf Englisch würde er sprechen, Rockers im Zusammenhang mit Arbeiter-Selbstbestimmung und Selbstverwaltung reden wird. Marcelo Vieta von der University of Toronto ist hier and will speak about the connection between Rocker's ideas and worker self-management. Marcelo, I think you should be able to start your camera and microphone. Can you hear us? Let me know, or let us know, Marcelo, if you are not able to. Okay, there we go. Can you hear me? Yes. Can you hear me now? Excellent. Thank you. I have a PowerPoint that I'd like to share. However, I don't know if I'm allowed to do that. Can you turn on the share function? Or, Jerome, I sent you the PowerPoint. If you want to
Marcelo, can you try to share? Do you know if it's... It's not working for me. Okay. Yeah, you know, that's okay. My PowerPoint includes several quotes from Robert. Where did you send it? I sent it to your email. Which email? One of them. I also sent it to WhatsApp. Okay. So let's maybe try to do that. If not, I can just see it. I think it's best if you just begin. We're having some technical issues anyways. Okay. So, I'm sorry. No problem. I will just read the quotes. Okay. So I do have some feedback. I'm hearing feedback from there. I can still go on, but I don't really. It's okay. I will go on. So thank you for inviting me. I would like to thank the Rudolf Rocker Institute. Bruce, and in particular Jerome Bowen and the Rocker family. I'm honored to be here today. I would like to speak briefly about the continued relevance of Rudolf Rocker today, including the prevailing force of his social and political theories and practices for working people. While you will never see these in your mainstream social media feeds or television news, there are innumerable experiments the world over today manifesting the hopes for the future liberated society that coincide with the anarcho-syndicalist visions of Rudolf Rocker. For example, Latin America's Empresas Recuperadas por sus Trabajadores and over 500 factories and shops taken over and now managed by the workers in over the past 30 years. Worker cooperatives and agricultural cooperatives across North America, Southern Europe, Africa, Asia, and Latin America. Communes and council democracies, such as the Zapatista indigenous communities of Chiapas, the Movimientos en Terras movements of landless workers and peasants in Brazil, and the women-led Rojava communes of Western Kurdistan, located in northern Syria. Indigenous communities underscored by ancient practices of mutual aid, reciprocity, and redistribution into relational forms of socioeconomic organizing. African notions still practiced today of Ujuma cooperation, Susu Wote, two ways of being with others in the world. The social practices of mutual aid, community barn raisings, communal work bees, Finnish kalkuts, and myriad commons-based economies throughout Europe. I could go on. They all embrace, in one way or another, practices and theories that Rudolf Rocker wrote about and advocated for the present and for the future. For that more just and equitable economic reality and a freer society that he envisioned would come sooner or later. In 1938, Rocker would concisely define his vision of anarchism and the more just economic and social relations he foresaw as follows, and I quote, anarchism advocates the abolition of economic monopolies and of all political and social coercive institutes within society. In place of the present capitalist economic order, anarchists would have a free association of all productive forces based upon cooperative labor, which would have as its sole purpose the satisfying of the necessary requirements of every member of society, and would no longer have in view the special interests of privileged minorities within the social union. Anarchists would do this via a federation of free communities, which shall be bound to one another by their common economic and social interests, and shall arrange their affairs by mutual agreements and free contracts, unquote. By the mid to late 1930s, Rocker was drawing much inspiration from the workers of managed factories, farms, and shops, and the councilists and syndicalists' promises of revolutionary Spain.
nor did they get much commentary from him. This included one of the masterpieces of anarchist expository scholarship that Walker aimed at working people themselves. Working people were his protagonists for the other world he and many of us desire. That book was Anarcho-Syndicalism, as Jerome underscored earlier, published in 1938 at the behest of Emma Goldman and the radical London publishing house, Zachary Wilbur. He would write it in a few months in 1937 while living in the U.S. So prefiguring today's empresas recuperadas and communist movements in Latin America and elsewhere, in the book, he would presciently write the following concerning the anti-fascist and workers' liberation movements of Spain. And I quote, "By taking the land and the industrial plants under their own management, workers have taken the first and most important step on the road to socialism. Above all, they have proved that workers, even without capitalists, are able to carry on production and do it better than a lot of profit-hungry entrepreneurs." And that's from Anarcho-Syndicalism. Here, he shared the critiques and ideas underscoring the stream of self-determination of modern socialist thought that I have written about recently. The notion of the stream of self-determination is rooted in modern socialism's longing for human freedom, which was itself inspired in part by the Enlightenment's call for freedom from autocratic rule, religion, and myth. But a critical theory of freedom, as espoused by Walker and others, is not only a freedom from socio-political and socio-economic constraints, that is a negative freedom, but it's also a freedom to self-actualize for the full, quote, development of human faculties, unquote, as Saint Simon termed it. So to quote Walker, freedom is the very essence of life, the impelling force in all intellectual and social development, the creator of every new outlook for the future of mankind, unquote. Walker, as other theorists of the stream of self-determination, merges freedom from with freedom for. The negative and the positive sides of freedom into something beyond them. Quote, "one single freedom of self-determination," unquote, as the Croatian socialist economist Franco Horvat would write. Walker explained this freedom for self-determination as follows. The desire, and I quote now, quote Walker, "the desire to free society of all political and social coercive institutions which stand in the way of the development of a free humanity. In this sense, mutualism, collectivism, and communism are not to be regarded as closed systems permitting no further development, but merely as economic assumptions as to the means of safeguarding a free community. There will even probably be, in the society of the future, different forms of economic cooperation existing side by side, since any social progress must be associated with that free experimentation and practical testing out, for which in a society of free communities there will be afforded every opportunity," unquote. Without doubt, Walker deserves to be more widely known, theorist and revolutionary today. Certainly, he falls within the pantheon of libertarian socialists and social anarchists, including many of the revolutionaries and radical thinkers that inspired his own praxis: Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Tolstoy, Nekrasov, and others. Two pathways were vital for Walker for development of a free humanity, as he called for. Number one, the recuperation of the economic realm. That was the most important for Walker, as a prerequisite for other freedoms. And second, the educational role of workers' organizations for learning how and what to struggle for and for creating the future liberated society. So first, on the liberation of the economic realm. So according to Walker, the liberation of man, quote, "the liberation of man from economic exploitation and from intellectual and political oppression, which finds its finest expression in the world philosophy of anarchism, is the first prerequisite for the evolution of a higher social culture and new humanity," unquote. Here, Walker's position was consistent throughout his writings.
perhaps more forcibly stated than many other theorists in the socialist stream of self-determination. In Locke's view, in a society where provisioning for most of life's needs and wants is mediated through market relations and where the means of production are the property of a few, liberating the economic realm first was the first prerequisite for winning other social and political freedoms. At core, this is a struggle to recuperate from the grip of capitalist control the transhistorical human capacities for cooperation, combination, and association. Second, the workers themselves need to learn about how to free themselves and how to forge a new emancipated society. Walker would write, and I quote, "The workers must learn that not only must their social liberation be their own work, but that the liberation was possible only if they themselves attended to the constructive preliminaries instead of leaving the task to the politicians who were in no way fitted for it," unquote. Thus, for Walker, as for many other socialist and anarchist thinkers, there was an educative role in already existing working class organizations, such as trade unionism. And I'm quoting Walker, "trade unionism, cooperative organizations, and the movement for municipal socialism," unquote. Ah, there you go. That's where we are. Okay. Walker was inspired by these educational themes for working people's self-liberation from his own revolutionary praxis and from the writings of Proudhon, Bakunin, and Kropotkin. These were themes that were also picked up by radical Marxists such as Antonio Gramsci. Thus, workers' associations such as cooperatives and syndicalist unions were, for Walker, important sites of learning for the working class's organization and the creation of a future society. Equally, for Bakunin, they offered, quote, "the benefit of accustoming the workers to unite, organize, and independently manage their own affairs," unquote. Here, Bakunin and Walker were also close to Proudhon's folks for, quote, "working men's unions, the open school, both theoretical and practical, where the workman learns the science of the production and distribution of wealth, where he studies without masters and without books, by his own experience, assuming the laws of industrial organization," unquote. In this regard, Proudhon and Bakunin prefigured Walker's anarcho-syndicalism, but also the guild socialist and council communist ideas of catalyzing social change through industrial action. And even the cooperative movements, albeit reformist, fit largely the principle of education, training, and information. They both also prefigured one of the key aspects of today's empresas recuperadas and workers' cooperatives overall, as sites for the further development of workers' solidarity, consciousness raising, and richly collaborative forms of transformative and informal learning, which I've also researched in recent years. I have personally been inspired by Walker's writings in my own work with the worldwide worker cooperative movements, communes, Argentinas empresas recuperadas, the new cooperativism, the commons, and other spaces practicing human liberation in the associated forms of labor and self-governance. The voices of the worker protagonists of Argentina's worker recuperated companies, the worker blocker, and the writings of some of the other theorists and revolutionaries of workers' control and self-management that I've been mentioning today have inspired, and the next slide please, my own definition for worker self-management. Do you want me to flip the slide? So the word that I use is a romance, the word from romance languages, which is autogestión. Again, Walker's work inspired this definition. Autogestión means to self-determine and self-manage productive activity cooperatively and democratically as an alternative to strictly capitalist organizations of work. More profoundly, for many self-managed workers' collectives today, autogestión means to self-constitute and self-direct production and economic life while attempting to minimize the intrusive mediation of free markets, cooperative organization, or state and union bureaucracies. Across Latin America, myriad social justice groups and movements, including recuperated enterprises, have been using the concept of autogestión to articulate for themselves and to others how the reinvention and reconstruction of their organizations, their labor processes, and the social relations are in, are
take place under more humane values than those offered by the capitalist system. Work organization and its principal interest to pursue a profit. But how do we scale up out of scale and workers' vision for a free society today in the midst of our looming climate catastrophes, wars, genocides, continued stubborn ordering on the planet within hyper-capitalism and increasingly authoritarian state systems? For Walker, revolution was inevitable. So next slide, please. But what was this to look like? This is how Walker wrote about this. Most anarchists of our time are convinced that a social transformation of society cannot be brought about without violent revolutionary convulsions. The violence of these convulsions, of course, depends upon the strength of the resistance which the ruling classes will be able to oppose to the realization of the new ideas. The wider circles which are inspired with the idea of a reorganization of society in the spirit of freedom and socialism, the easier will be the birth pains of the coming social revolution. So, to conclude, rather than more violent revolution, perhaps we need today to conceive of more than ever perhaps a soft revolution. One that, like Walker's texts and lived life, makes the alternative social and economic arrangements that already exist amongst us more compelling to more and more people. I think Rudolf Walker would sympathize to this pathway for the dire transformations we so desperately need. Thank you. Als nächstes haben wir die Ehre, dass Rudolf Walkers Enkel Philipp uns ein paar persönliche Bemerkungen, allerdings auf Englisch, macht. Zu seinem Großvater. And so we have Philipp Walker, who I believe is here. I saw him in the chat. But as far as I know, Philip, you're not feeling well, you're in the hospital. So we're very glad that you're here. We will not impose on you to give us a great update. So we're just very happy that you've joined us here in Mainz. And we will now play the video that you so graciously pre-recorded with your comments about your grandfather. Sehen die den? Following the death of my grandmother, Millie, in 1955.
My parents had moved from a small flat in the East Village to their more spacious uptown abode. This was well before the days of gentrification. The kitchen teemed with cockroaches, the water ran brown from the taps, and the elevators frequently malfunctioned, leaving an 8-flight climb to our apartment. Given that I was an only child, there was space for my father to paint and for us to accommodate at least one, if not two, relatives. The longest-standing of these was my mother's aunt Belle, who was a founder member of the New York branch of the Communist Party and a devoted Stalinist to the end. Despite finding her views rather uncongenial, Rudolf treated her with the same benign tolerance which he extended to others in general. Although I did not witness it directly, I gather that Rudolf was able to remain on cordial terms with former comrades who had gone their separate ways and were often no longer on speaking terms with one another. Of course, the most striking example of this, well before my time and within my father's memory, was his close friendship, with Kropotkin, which survived their deep disagreement over the First World War. Over the years, a variety of individuals connected in some way or other with the anarchist movement continued to visit. In the early days, these were largely comrades, or former comrades, of my grandfather, some in New York City, but more especially in Mohegan Colony, about 40 miles upstate, which had been founded on libertarian principles, and where Rudolf and Billy spent their last years, following their followers having clubbed together to get them a house. The old timers were an intriguing group of characters in their own right, and I was fascinated by their tales of the movement and Rudolf's role, as well as their own political views. With the passage of time, these visitors inevitably departed from the scene, but they were to some extent replaced by a younger generation, mostly with academic backgrounds, who were researching the history of anarchist syndicalism and its leading proponents, and came to my father as a source of first-hand information, but also had their own views and assessments of Rudolf's character. Suffice it to say that the impression I absorbed over the years was of a man who combined a high intellect and culture with a generosity of spirit and a commitment to bringing forth a free, fair and free society. As for myself, I am not an anarchist or politically engaged in any formal sense. While I find the ideals of my grandparents appealing, I am far less sanguine about the general benignity of human nature, which seems to be a precondition for the anarchist project. That said, I wish the RRN Centrum well and hope that it provides inspiration for those of a libertarian persuasion. I'll read just a couple of short passages from my father's book, which gives perhaps a little more personal view of Rudolf. My parents were both avowed anarchists, believers in the social revolution, in a society based on freedom and equality, in which political coercion and economic exploitation would no longer be tolerated. They were members of a movement which, although small in numbers, was feared by some and abused or ridiculed by others. The anarchist was regarded, at best, as an impractical dreamer, at worst, as a vicious bomb thrower bent on destruction and chaos. Far from being dismayed by this almost universal hostility, my parents seemed to take pride in it, regarding it as the inevitable reaction to any bold and challenging idea. They had the profound conviction that ultimately their cause would triumph and their ideas would find the acceptance that they deserved. They were tireless workers for the cause. My father especially was an indefatigable writer, lecturer, organizer whose time was really his own. Meetings, conventions, debates, and demonstrations were an inseparable part of his existence, and the wonder was that he could still find time to edit his paper and meet his deadlines.
Our flat was not only a home, but a meeting place for radicals and revolutionaries who came and went as they pleased. There was no telephone, and few callers ever gave advance notice of their coming. How my father managed to write his articles and edit those of his collaborators was something of a miracle. Although the group my father worked with in London was in the main Jewish one, he was himself a man of international stature. Not surprisingly, our place became a mecca for exiles and refugees who had heard of him but knew no one else in London. His knowledge of languages was an added asset. For many of them knew only their own. I was both puzzled and fascinated as I would listen to the label of tongues coming from the living room, the ardent and often tumultuous discussions that sounded so interesting that I could not begin to understand. This much, however, I did know, or at least so I thought. These were the people who were fighting the good fight. They were the ones who were going to abolish despotism and exploitation and make a better world. And one more little episode which does relate to this time in Mainz. Occasionally, this he's talking about his talking about recounting stories at that time. Reading for my father. Occasionally, as a relief from Eulenspiegel, Riebesau, and Alibaba, my father would relate incidents from his own life. These were usually heavily embroidered and distorted for my benefit. One of these accounts dealt with an escape from the orphanage in which he had been placed after the death of his parents. The scene of the incident was Mainz, his native town, which being situated on the Rhine is a stopping point for the steamers flying the river. He smuggled himself aboard one of them and worked his way as a cabin boy to Rotterdam and back. However, when the boat returned to docked at Mainz, the authorities who somehow discovered his whereabouts seized him and turned him over to the institution from which he had fled. When relating this episode, my father stuck to the facts pretty closely until we reached the point of his return to Mainz. At this juncture, he permitted his whimsy to take over. The head of the orphanage, as his story had it, happened to know that the young Rudolf was extremely fond of liverwurst. As soon as he heard that the steamer had arrived, he went to the pier with a big liverwurst tucked under his arm, and when he spied the runaway, he flourished it in the air. My father, overcome at the sight of that succulent sausage, rushed forward to seize it. At that moment, the police, who had been lying in wait for him, pounced on him and returned him to the orphanage. It was an exquisite ending to a promising adventure. I never ceased to wonder how a person of my father's gifts could have been so easily fooled. Thank you very much. Thank you so much, Philipp. Und auch damit wäre dieser Teil der Veranstaltung beendet. This part of the event is now concluded. Before we actually conclude, I think it's a good idea, es ist eine gute Idee, mal auf unsere Webseite aufmerksam zu machen. I'd like to advertise our website briefly. This is the website of the Rudolf Hocker Institute. It's actually very easily accessible, rudolf-hocker.net. And you can find our bylaws. Man findet hier unsere Satzung.
and you find actually a form for joining the association and an email address where you can send that. So man kann hier erfahren über den Zweck des Vereins. We have many activities planned in the future. Zum Beispiel wollen wir ein Plakat in Mainz aufhängen, um auf Rudolf Hocker aufmerksam zu machen, zu erinnern, eventuell auch eine Straße nach Hocker umbenennen. Und insofern, das ist jetzt der, sagt man, Auftakt und nicht das Ende. Man kann hier immer wieder zurück auf die Webseite und gucken, was es jetzt für neue Veranstaltungen gibt. Eine Newsletter haben wir noch nicht, aber wir sind ja gerade erst vor, glaube ich, einer Woche eingetragen. So we are a very young, new institution. This is our website again. You can find all the information about coming events here. And perhaps soon we'll have a newsletter, which we don't currently have. That's it, I think. Ist irgendwelche Tagesordnungspunkte noch? Nein. Meldungen auf. Also, would anyone like to say anything or any comments, questions, reactions before we conclude this part of the event? Carsten? Yeah. That's complicated. Also, then I will just say thank you very much to all of our online visitors. Vielen Dank für unsere online zugeschaltete Gäste. And with everybody who is here in Mainz, mit allen, die hier anwesend sind, laden wir euch herzlich ein mit uns, mit Emily. Wo ist Emily? Emily führt uns in etwa eine Stunde und 10 Minuten am Gutenberg-Denkmal in der Innenstadt Mainz. Gibt es eine Stadtrundführung zu Ehren Rockers, wo wir sozusagen die Orte, die für sein Leben bedeutend waren, besuchen werden. Also ihr seid alle, Sie sind alle herzlich eingeladen, uns da zu begleiten. Und anschließend gibt es auch für die, die Interesse haben, noch ein Abendessen im Heiligen Geist, gibt es eine Reservierung 20.30 Uhr unter dem Namen Rocker. Sehr leicht zu finden. Also nicht die Rock'n'Roller, sondern Rudolf Rocker. Also vielen Dank, vielleicht nochmal auch an die